So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Wir sind immer noch dabei, dass unsere Stadt ja zu leben erblüht. Unser Abrissbüro ist da. Okay, Pflanzen sehe ich, gehen deutlich zur Neige. Wir brauchen viel, viel, viel mehr LKW, die Pflanzen anliefern. Weil das ist jetzt das A und O. Abgedeckte Ladefläche, Gesamtkapazität. So, geht natürlich jetzt nochmal ordentlich aufs Geld. Aber wir wissen ja, gleich kommt dann auch das Geld wieder rein, sobald das hier alles gebaut ist. Wow, hier fehlen nur noch Arbeitstage, keine Ressourcen. Das ist ja interessant. Bom, 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 bom. Jetzt sind auch Arbeiter da. Sehr gut. Ah, guck mal. Da schaufeln sie. Sieht immer aus wie so ein Rave. Dum, dum, ja. Und fertig. Rave vorbei. Oh, doch noch nicht ganz. Holy Festival. Keine Ahnung, was die da machen. Sehen die das da nochmal? Die Walzen, nicht? Versuch macht klug. Clip. Sehr gut. Okay. Das funktioniert. Das scheint zu klappen. Da ist noch ein Rave. Das heißt, hier kommen auch wieder Kleidung rein. Das heißt, wir exportieren auch wieder mehr. Das ist doch schön. Wenn wir jetzt noch einen von den LKW, die Korn transportieren, erwischen. Oder? Ja. Wäre das noch schöner. So, dann kann das hier wunderbar mit drauf. Gute Nacht, Lycho. Danke für den Clip und schlaf schön. Wir werden noch ein bisschen Stoff produzieren. Ja, jetzt ist kein Korn mehr da, nicht? Dadurch arbeiten die dann nicht. Aber gut, der Vorrat 165 Tonnen Stoff ist da. Das heißt, die können hier auch voll rauspreschen. Die haben keinen Stoff. Weil? Warum? 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 Ich meine, Stoff ist doch da. Oder fließt er jetzt direkt von hier raus? Ich glaube ja. Wir ziehen ihn direkt von hier raus. Warum manchmal das aber um eine Tonne hochgeht, weiß ich nicht. Und dann nehmen sie erstmal die Tonne hier raus. Oder fließt das ganz langsam einzeln darüber, bis da 2 Tonnen erreicht sind? Warum fließt das denn nicht dauerhaft? Ja, jetzt ist aber auch eine Tonne da, obwohl hier nichts ist. Oder liefern die das direkt da drüber rein, dadurch? Ah, die liefern das direkt in das Lager da. Ah. Ja, dann funktioniert das hier doch gar nicht, oder? Also nur indirekt. Spannend. Aber egal, das Lager füllt sich jetzt, wo hier wieder Korn ankommt. Und die Fabriken arbeiten. Dann sollte das eigentlich passen. Frage wird sich nur stellen, wenn das hier nachher voll ist und das nicht voll ist, ob die dann trotzdem das da hinfahren, um das da reinzupacken. Es
gab so ein paar verrückte Regeln in dem Spiel mit A, B, C und dazwischen, was man bauen durfte oder nicht oder was man dadurch verbessern konnte. Ich glaube, wenn ich die Gabelstapler hier hatte, konnten die auch das quasi beliefern, ohne da drüber fahren zu müssen, wenn das eine Direktverbindung hatte. Da gibt es da ganz viele Aufschlüsselungen. Man kann das auch andersrum machen. Ich glaube, wenn ich hier jemanden hätte, könnte der auch hier ranfahren und den Stoff von da reinholen. Forschung ist abgeschlossen. Wunderbar. Ein wichtiger Meilenstein. Und jetzt müssen wir wirklich mal gucken. Jetzt haben wir ja den Treibstoff und eine Raffinerie. Da könnten wir autark werden. Dann, da bräuchten wir aber wesentlich mehr Geld und mehr Arbeiter. Also die paar, die wir haben gerade mal 3% Arbeitslose, reichen nicht. Auf Chemie gehen hilft mir nicht. Erneuerbare Energien hier, sowas werden wir jetzt lernen. Ja, später kriegen die halt einen Direktanschluss. Entweder an ein Lager oder an irgendwas anderes. Mal gucken, wie wir das dann lösen. Noch funktioniert es auf jeden Fall. Man gerade richtig Minus. Achso, weil ich für 51.000 Autos gekauft habe. Ja, okay. Und weil wir ansonsten bauen. Das Gute ist, wenn ich die Straße hier baue, gibt es immer noch die Zweitstraße. Gut, dass ich die gleich mit vorgesehen habe. Es kommt echt nicht genug Korn an. Ah, wir müssen es selber herstellen. Die Strecke ist auch echt schon lang. Oder halt doch jetzt mit Zügen anfangen. Aber auch dafür haben wir noch zu wenig Arbeitskräfte. Können wir kurz hier in die Demografie gehen? 400 Leute mit Arbeiterabschluss. Aber wir sehen, da war ein kurzer Gap dazwischen, wo die nämlich weggestorben sind hier. Das war nach... Die waren von 1970... 73, 3 Jahre später genau. Ja. Da sind die hier nämlich nach und nach weggestorben. Und jetzt geht's wieder hoch. Das Problem ist, jetzt sterben die nach und nach in der Rate weg, wie wir sie nur anlernen, nicht wahr? Das heißt, wir halten unser Level nur. Das heißt, wenn wir uns jetzt vergrößern wollen, wir sehen, wir sind jetzt am Cap angekommen. Also so 400 ist das, was wir gerade erreichen können mit der kleinen Uni. Ich meine, ist auch das Minimum, oh, das Mini-Uni-Gebäude, nicht? Die anderen beiden sind ja noch vorgesehen. Denn wenn der Bahnanschluss hier auch ist, dann macht das alles auch total Sinn. Dann können die Leute da hin und her fahren zur Uni. Und ja. Da haben wir da hinten auf jeden Fall einen geschlossenen Campus. Ich habe vor 2 Folgen gesagt, ich weiß, was uns fehlt. Und ich habe mich nicht drum gekümmert. Und das war das Hauptproblem, würde ich sagen. Warum wir hier Probleme haben. Und zwar habe ich kein Waisenhaus gebaut. Und ich würde das Waisenhaus echt einfach hier hinterzimmern. Warte mal, wenn ich es so rumzimmere, noch besser. Ja, genau da muss das hin. Weil, dann kann ich es direkt mit versorgen lassen von da oben. Wenn wir die Straße ein bisschen anders setzen, von dem Ding. Vielleicht auch gerade. Zu dem hier. Wenn wir uns nicht an dem da orientieren. Hä? Wartet. Parallelmodus aus. So. Nee, zu viel. Zu wenig.
Achso, das konnte ich hier nicht abreißen, nicht? Das war ein Problem. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Das war zu viel Stück. Nicht nur so. Geht trotzdem nicht. Okay. Weil die Kurve gefällt mir nicht so. So ist besser. Genau. Wir wissen ja, das Gebäude steht schief. Das kann ich auch nicht ändern. Und dann kommt dahinter aus Device. Und zwar daran ausgerichtet. Genau, hier können nämlich die Arbeitskräfte direkt rüberlaufen. Ah, schade, das passt nicht. Das ist so eng. Wenn ich es einen Millimeter hochsetze. Na, ist egal, oder? Es ist egal. So würde das annehmen. Keiner hat was gesehen von euch. Ich meine, ist eh krumm. Wenn ich mich jetzt mal am Dreck orientiere und an der Seite, wäre das richtig. Passt das doch. Weil dann können die, bevor sie hier reinfahren, das auch hier hin liefern. Aber dann müssten die permanent fahren. Aber egal, haben ist besser als brauchen. Wir beliefern uns trotzdem aus dem Ding hier. Das ist quasi dann unser Zwischenlager, wo wir die Sachen rausholen und dahin bringen. Mit einem einzelnen Fahrzeug. Genau. Und die anderen können das dann hier beliefern. Das heißt, wir fahren hier hin, holen das hier raus und fahren das dahin. Da dürfte auch noch ein Stellplatz sein für uns. Genau. Dann passt das. Perfekt. So. Korn ist immer noch nicht genug da. Pflanzen fehlen. 200 Tonnen Stoff sind da. Oh. Das hier ist alles fertig. Gabelstapler. Her mit euch. Jetzt haben wir nur ein Problem. Der Typ, der das hier ansteuert. Doch einen hätte er noch. Einen könnte er noch mit versorgen. Das heißt, direkt nach dem Zollhaus fährst du das an. Und entlädst das, und zwar 20%. Hier ist jetzt das Problem, wenn ich runtergehe. Entweder gebe ich es manuell ein oder ich muss ein paar Mal klicken. Der behält nämlich die 5er Schritte dabei. Eigentlich gut, außer man will es sauber aufteilen. Wäre cool, wenn es einen Evenly Distribute Button irgendwie geben würde. Dann wäre es irgendwie ein bisschen besser verteilt. So, und alle Fahrzeuge, die jetzt hier hinfahren, der da, und der fährt nämlich hier das Small Warehouse an, das soll er gar nicht mehr machen. Der fährt jetzt die LKW-Laderampe an und für ihn ändert sich eigentlich nichts weiter. Außer genau das. Obwohl. Nee, der fährt weiterhin das Warehouse direkt an. Sorry. Warehouse direkt anfahren.
Nee, warte mal. Ey, was macht ihr denn? Aufhören. Aufhören. Nochmal weg. Weg. Du das da. Beladen. Du das da. Entladen. So. Weil der soll ja permanent hin und her fahren, weil er nicht am Gefängnis stehen kann. So, aber der hier zum Beispiel, die stehen nämlich zu zweit denn in dieser Zweierladerampe. Im Zweifel. Genau wie der hier eigentlich weiterfahren soll von da hinten ran. Weil die könnten das komplett blockieren. Aber bei denen muss das beladen hier hingehen. Und zwar warten bis beladen zu 100%, das entfallen. Und dann geht das nämlich so. Und dann können wir sagen, warten bis voll auch noch. Dann warten die nämlich beide, bis die voll sind. Und fahren dann erst los. Das heißt, weniger Treibstoffverbrauch. Die anderen fahren so oder so hin und her. Da kann ich eh nichts machen. Da bräuchte man ein Gefängnis mit Laderampe halt. Und der ist eh die ganze Zeit voll. Also. Okay, also Hauptproblem ist aktuell jetzt wirklich die Pflanzen. Das Geld geht gerade mächtig runter, deswegen warte ich da mal, bis das jetzt besser läuft. Ich meine, Arbeitskräfte perfekt verteilt. Das ist nicht das Problem. Wir kriegen auch noch neue Arbeitskräfte nach und nach dazu. Wobei hier echt nur noch 20 Wohnungen frei sind. Muss man immer so ein bisschen Auge auf die Kindergärten haben. Dass da nicht zu wenige oder zu viele Leute drin sind. Alles passt. Was macht denn der Innenhof hier? Sind die Bäume gewachsen inzwischen? Noch nicht so drastisch. Finde ich ganz gut, so ein kleiner Hain quasi. Und dann so Einzelbäume. Das ist hier doch noch ein bisschen grün geworden, nicht? Durch das Rüberpinseln. Das war mal ja alles komplett Sand. Gefällt mir jetzt durchaus ein bisschen besser. Cooler fände ich es halt, wenn man jetzt noch hier Zäune so rüberziehen könnte und nicht einzeln setzen müsste. Es gibt ja durchaus Zäune, aber es ist doch schon sehr kompliziert zu setzen, wie bei der Kirche. Also da muss man schon sehr viel Platz für einzelne Häuser denn einrechnen. Und dann wird das immer problematisch mit dem Wegen zum Müllplatz etc. Weswegen ich es deswegen dann sein lasse. Das müsste, man müsste so Grundstücksgrenze festlegen, nicht? Nicht Hausausgang. Das wäre irgendwie cool, wenn man sagen könnte, das ist jetzt seine Parzelle. Und dann von der Ecke der Parzelle, wo er rauslaufen kann, von der wird das berechnet. Und nicht vom Haus, nicht? Also wenn man sagt, der Weg und der Weg und der Weg gehören ja eigentlich zum Kindergartengelände, wollen wir das abzäunen, dass es dann von hier aus zählt und nicht von da. Natürlich könnte man dann tricksen und so lange Zäune ziehen und dann sagen, haha, dann hat man überall Zugang. Ja. Der hier muss zum Beispiel auch noch ein bisschen anders gestellt werden. Ich glaube nicht, dass wir hier mit einer Schiene rumkommen würden später. Doch. Krass, was kann die für Winkel haben? Und elektrifizierte. Au. Ohne krassen Bögen. Okay. Na, aber das neue Stadtviertel, ich finde, das gibt auf jeden Fall da hinten nochmal eine gute, ja, Frische rein. Und lässt das nicht so leer wirken. Und hier sieht es wirklich wie Neubaugebiet aus aktuell. Das muss natürlich dann nach und nach mit den Zügen dann erst zusammenwachsen. Tja, und wenn wir hier die Rohstofffabrik bauen, dann würde ich sogar sagen, hier wollten wir die Autobahn langzimmern. Dann wird hier der Bezirk für die Raffinerie, wo auch nochmal 200, 300 Leute Minimum drin
unterkommen werden. Spätestens wenn wir wieder so 21-Jährige ohne eigene Wohnung haben, müssen wir da loslegen. Stoff fehlt. Ja, gut. Man sollte auch sagen, ich wundere mich schon die ganze Zeit, beladet euch hier, entladet euch da. Warum wird das nicht mehr? Naja, wenn man die Hälfte vergisst einzugeben, dann kann es ja auch nicht mehr werden. Prost. Oh, oh, es brennt. Ach, ein kleines Gebäude. Da ist schon die Feuerwehr. Kein großes Ding. Nur 3 Tote im obersten Geschoss. Das können wir verkraften. Wohnqualität nur noch 78 zu 82. Auch nur um 4% gesunken durch das wegen des Brandes. Und hier leuchten wieder die grünen Fenster. Gefällt mir echt gut. Tja, dann müsstet ihr jetzt mitarbeiten. Und das heißt wieder mehr Kleidung. Und Kleidung ist 11.000 inzwischen ein LKW wert. Das ist super. Das heißt, jetzt ist auch wieder alles im Lot, würde ich sagen. Und ich weiß, das ist doof, wenn ich das mache, dann kommen eine Weile die Autos nicht mehr hier durch. Aber wäre schon schön, wenn das hier Kies wäre. Bei der hier könnte man eine Umgehungsstraße bauen, ne? Das wäre nicht so das Thema. Andererseits weiß ich nicht, ob ich das ewig so lassen möchte. Ist auch ein bisschen schräg. Für den Anfang muss es erstmal reichen. Problem ist, die kriegen jetzt nie Stoff, weil die das die ganze Zeit wegziehen, weil hier sich kein Vorrat anbahnt. Es kann sein, dass es reicht, wenn wir da ein LKW fahren lassen würden. Dann würde ich den anderen LKW nämlich Korn mitholen lassen, weil das ist eher ein Problem. Oder wir exportieren Stoff mit einem LKW. Ich meine, wir können später immer noch einen neuen LKW dazu holen dann. Aber ja, du kriegst eine neue Linie und zwar von Linienansicht. Und zwar von hier. Beladen mit Stoffen. Warten bis voll. Und dann. Interessant. Die Autobahn führt nach da, aber das wäre ja nach da viel kürzer. Warten bis leer. So, dann baut sich hier nämlich ein kleiner Vorrat auf, den die anderen LKW nämlich abholen können. Wenn die zwischendurch mal ankommen. Und wir exportieren nebenbei noch Stoff. Den wir auch dann im Überfluss haben. Hängt ja wirklich gerade nur mit den Pflanzen zusammen, die nicht genug reinkommen. Die zu schnell weggearbeitet werden. Ja. Aber ich sehe hier ein deutliches Plus schon wieder. Wir holen noch ein paar Korn-LKW. Wobei es so langsam unsinnig wird.
Und man vielleicht überlegen sollte, nicht doch die Züge zu bauen. Ah, es ist halt ein großes Unterfangen, nicht? Wir bräuchten ein Zugdepot, dann noch ein Zug irgendwas, dann bräuchten wir einen Stromtransformator oder ein Diesellager. Dann müssen wir einen Zug kaufen, eine Baumaschine, die erstmal den Grundstein legt zum Büro da, zum Zoll. Es wird schon ewig dauern. Und die brauchen ja den Kies. Das heißt, eigentlich müssten wir am besten hier hinten das Zugbüro hinbauen. Das wäre nicht mal schlecht, hier seine E-Schienen vorbeiführen. Dann wäre ein bisschen Platz gelassen. Oder hier, einem von den beiden Seiten. Ich meine, hier für ein E-Schienen lang, aber das sind natürlich Wohnschienen später. Und hier kommen Industrieschienen hin. Oder hier hinten sollten die auch langlaufen. Würde auch noch Sinn machen. Also das eine geht hier nach rechts, nicht? Das eine geht in die Stadt für Touristen und das andere geht nach links hier rüber und verteilt sich dann. Und von dem können wir auch noch nach hier rüber oder so. Ja, mal gucken. Öl könnte man noch ein mehr exportieren. Lassen wir erstmal. Korn-LKW sind wichtiger. Ja, es sind schon zu viele. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das runterkriegen. Hier vielleicht noch eine Tankstelle irgendwo. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Hier fährt echt viel vorbei. Da ist eine Tankstelle und da. Ich glaube, hier seitlich eine Tankstelle wäre optimal. Die Plan war. 70 Tonnen. Nehmen wir mal die. Und ja, wie rum? Wir müssten erst einmal dahin und dann da wieder raus. Aber so, wenn hier Schienen laufen, ist natürlich blöd. Andererseits, wenn da auch, hier kommt ja auch eine Schiene. Das ist auch blöd. So müssten die auch rum. Oder doch so. Ich meine, das Baubüro wird eh nicht mehr neu gebaut. Was ist das für eine Straße? Irgendeine. Okay. Und wir wollten ja eigentlich keine Kreuzung. Andererseits kommt hier eine Autobahnauffahrt hin. Von daher ist das nochmal eine andere Situation. Und keine Kreuzung dann. Okay. Kann ich die löschen? Ja. Aber ich kann die Straße gerade nicht löschen, nicht? Da fehlt zu viel drüber. Machen die mal kurz dahin. Okay, ich beschleunige mal. Mir dauert das gerade zu lange. Ich brauche eine... Jetzt. Alt. Sorry. Shit. Wartet. Wir müssen die in Schritten löschen kurz. So. Wir haben ja jetzt Alternativrouten. Oh, da ist ein Stück übrig geblieben. Was lieber so. Wie oft muss das Abrissbüro rausfahren? Selten, nicht? Oh. Habt ihr das gesehen? Er hat schon wieder gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was er abgerissen hat. Abriss abbrechen. Jetzt muss ich alles durchgucken. Wenn man aus Versehen Shift gedrückt hält, weil man die Kamera schnell bewegt, und auf Abreißen drückt, löscht der einfach random alle möglichen Straßen einen weg.
Also das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, boah, Alter, das geht ja gar nicht. Also das ist wirklich absoluter Schissi. Und das Problem ist, das macht er über die gesamte Karte verteilt. Nicht nur an der einen Stelle oder so, wo man sagen könnte, okay. Sondern wirklich alles. Das Baubüro rückt nicht aus, also gehe ich mir davon aus, dass die nix irgendwo erwischt haben, was abgerissen werden soll. Das ist doch kacke. So will ich das eigentlich nicht haben. So vielleicht. So würde es gehen. Achso, und die Straße. Hier ist ja eh nur Proforma. Hier soll hier abgehen. Okay. Dann können wir das nämlich aus Kies hier bauen dann. Bis da. Und so lange eine Umgehungsstraße setzen. Klacks, Klocks. Und jetzt muss ich gucken, was haben wir noch irgendwo als Abriss markiert, gelöscht, was irgendwie irgendwo wichtig gewesen sein könnte. Irgendwelche Wege, die vielleicht feuerwehrtechnisch wichtig sind. Ich glaube, diesmal ist es nicht über die gesamte Karte passiert. Ich weiß halt nicht, wem sowas einfällt. Vor allem, steht das hier? Linke Umschalttasche. Batch-Aufwertung. Ah, und hier beim Abreißen, da steht es nämlich nicht dabei. Okay, also Batch-Aufwertung heißt alle gleichzeitig. Okay, gefährlich. Und das andere heißt Batch-Abriss. Die Frage ist halt nur, nach welcher Logik er Sachen löscht. Das konnte ich noch nicht hundertprozentig nachvollziehen. Manchmal verschwinden Teile, manchmal halt nicht. Mit diesem Batch-Ding. Ich glaube, diesmal ist es relativ gut ausgegangen. Was nicht gut ausgegangen ist, ist hier. Für den Rasen die Situation. Wir brauchen mehr Rasen. Das sieht doch schon besser aus. Und danach gucken wir uns nochmal die Ökonomie an, nicht? Ob sich das gelohnt hat. Oh, da ist zum Beispiel eine Straße, die hätte abreißen können. Was soll ich mit der noch? Hier, glaube ich, habe ich schon versucht, nicht? Da ist nicht mehr gewesen, was funktioniert hätte. Ich hätte gern echt so manuelle Rasenflächen. Aber hier kriegen wir doch noch bestimmt ein bisschen was besser hin. Hier habe ich ja wirklich hin und her gemacht gerade.
Sehr schick. So, 6% Arbeitslose. Inzwischen genug Pflanzen drin. Sehr gut. 185 Tonnen Stoff. Die verarbeiten gut weg. 17 Tonnen Kleidung hier drin. Eieiei. So, wo kannst du nicht hinfahren gerade? Achso, dahin. Ja. Stimmt sogar. Dann könnten wir fast noch mehr Stoff exportieren. 30.000 plus haben wir aktuell. 15 Tonnen Stoff. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist gerade ganz gut. 2 LKW werden zu viel. Ah, die können nicht rein, weil der nicht wegfährt. Aber dann schicken wir ihn nochmal zum großen Zollhaus. Bis dahin sollte sich das hier hoffentlich erübrigt haben. Dann gehen wir mal da und dort Priorität drauf. Dann blockiert sich da auch nichts weiter. Fast wieder die Million. 48.000 im Plus. Sehr, sehr gut. Aber die Zufriedenheit sinkt immer weiter. Oh. Oh. Ich weiß, wo die ganzen Arbeiter sind. Übersehen, dass das fertig geworden ist. Wir brauchen einen LKW mit großer Gesamtkapazität, damit wir verschiedenste Sachen hinbringen können. Wartet mal. Also der kann hier 6,3... Wie viel... 4,5 Tonnen Kleidung. Wenn wir hier einen mit 4 Tonnen Kleidung nehmen oder 3 Tonnen. Holen wir mal den hier und davon 2. Und danke für den Follow, Blubberblödi. Dann nehmen wir nämlich 2, die 3,5 Tonnen exportieren. Das sind insgesamt 7, anstatt 8, 9 Tonnen mit dem großen LKW. Den großen LKW dann wiederum. Den werden wir dafür nutzen, dass er was anderes macht. Lass mir erstmal... Nabend. Lassen wir ihn erstmal exportieren. Klongs. Dann können wir seine Route übertragen. Das dürften die beiden hier sein. Korrekt. Korrekt. So, die dürfen dann starten. Die übernehmen die Aufgabe jetzt für ihn. Tonnen Kleidung. Also jetzt kommt was gut bei rum. 38.000 schon und plus. Gut, kleiner Aussetzer jetzt, weil er nicht mehr fährt. Und was wollte ich mit ihm machen? Stoff nicht. Pflanzen sind auch genug da. Ich hatte irgendeine Idee mit ihm. Ach so, genau. Pff, schon wieder komplett vergessen. Also manchmal ist mein Kopf auch echt ein Sieb. Und zwar soll er von hier nach da fahren. Easy, nicht wahr? Und was soll er beladen? Nahrung, Kleidung und Fleisch. Oh. Ah, Fleisch. Okay, da brauche ich ein extra Ding. Shit. Na gut, dann brauchen wir noch einen Kühllaster. Kühlung, Kühlung, Kühlung. Brauchen wir aber nur einen ganz kleinen für die Strecke. Bei dem hier. Okay, und im Waisenhaus soll er entladen das und das. Beladen, entladen. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir ihm sagen, Kleidung so 1,8 Tonnen und Nahrung
3,6, 4,3, 4,4. So, das würde passen. Und dann sagen wir Start. Dann kriegt das Waisenhaus zumindest erstmal Nahrung und die Kriminalitätsrate sinkt. Das habe ich komplett vergessen. Hätte ich mehr drauf achten müssen. Was erklärt, warum wir immer steigende Kriminalität hatten, von 157 Mal, weil wir halt kein Waisenhaus hatten. Jetzt haben wir ein Waisenhaus, da meckern sie und sind unzufriedener, weil sie im Waisenhaus erzogen wurden. Weil sie sind auch unzufrieden, wenn sie ins Gefängnis kommen oder im Knast erzogen wurden. Von daher ist das, glaube ich, die bessere Alternative. Und da ist unser Kleiner. Guck mal, wie süß der ist. Mit einem kleinen Schneefrosti-Symbol. Ey, wo fährst du denn hin? Ich wollte dich abscannen. Fährt mir einfach von der Kamera weg. Der ist ein bisschen schüchtern, der Kleine. Hilft ihm aber alles nichts. Er muss trotzdem Fleisch für uns transportieren. Von. Warum ist da voll? Das ist schlecht, dass da voll ist. Okay, dann von hier beladen und hier entladen. Die hat auch nur... Die hat zwei Stellplätze. Dann sagen wir hier warten bis leer. Dass der wegen sie nicht ständig rumfährt. Ah, Fleisch. Das ist genau nur eine Viererstation. Das ist schlecht. Das könnte passieren, dass das hier leer läuft. Wobei, das läuft wahrscheinlich nicht so schnell leer. Warte mal, wir können das auch ein bisschen ändern. Ja, die brauchen eher Essen, als dass sie Kleidung brauchen. Und dann haben wir auch gleich Fleisch und dann kriegen wir minus 2%. Kriminalität. Das war wunderbar. Wir haben Arbeitskräfte drin, die auch immer direkt rüberlaufen von unserer Hauptzentrale. Das heißt, da sind auch immer genug da. Das heißt, auf lange Sicht vielleicht ein Erfolg, hier weniger Verbrecher drin zu haben. Ich meine, die entfliehen eh ständig, weil ich mich gar nicht drum kümmere, dass da genug reinkommt. Ah, der Weg ist noch nicht fertig. Ah, die produzieren echt gut was weg, wenn die voll sind. Fehlende Ressource, Pflanzen. Obwohl ich so viel LKW da habe. Stoff bleibt bei plus minus null. Und Kleidung ist jetzt auf 20 Tonnen. Das ist schon echt viel. Aber gut, da kommen beide LKW auf einmal. Da geht es dann wieder runter. So ein gesundes Polster von 20 Tonnen finde ich auch nicht verkehrt. Oder 15. 15 bis 20. Dann können die anderen nämlich sich zweimal vollladen. Stau. Ja, weil die eine Straße nicht fertig wird. Also manchmal bauen die so eine Straße in 10 Sekunden, wo ich denke, wie haben sie das geschafft? Und für so ein Stück brauchen die irgendwie 2 Jahre. Wie im echten Leben. Und dann frage ich mich echt, warum baut ihr dafür 2 Jahre? Und hier für so ein Stück braucht ihr irgendwie 3 Minuten. Jetzt kann der nämlich fahren, jetzt kann das wieder belagert werden. Sehr gut. Und da haben wir wieder die 20 Tonnen. Und jetzt müssten... Ah, da kommen erst die LKW. Das heißt, wir haben ganz leichtes Plus in der Kleidung. Das können wir uns aber auch nochmal in den Statistiken angucken. Das wollten wir ja eh machen. Und zwar bei der Kleidung. Wir sehen, wir produzieren und exportieren ungefähr das Gleiche. Ganz leichtes Plus. Insgesamt, sag ich mal, aktuelles Jahr... haben wir plus 33 Tonnen Kleidung hergestellt.
und 270.000 damit eingenommen. Wenn wir auf Stoff gucken, sehen wir, wir haben dieses Jahr 220 Tonnen, 25 Tonnen Stoff im Plus. Sitzt ein bisschen Vorfass, aber geht noch. Und importiert haben wir dieses Jahr sogar 0. Exportiert 56 Tonnen, insgesamt plus 38.000 gemacht in diesem Jahr. Chemikalien 153.000 minus in diesem Jahr, dadurch, dass wir die jetzt auch für die Stoffe benutzen. Und was wichtig ist, Pflanzen, die wir jetzt holen, 81.000. Wenn wir jetzt aber mal gucken, 81.000 nur für ein bisschen Korn, was wir umwandeln, zu, wenn wir auf letztes Jahr gehen, Stoff. Letztes Jahr Stoff. Da haben wir 1 Million in Stoff ausgegeben. Also gegen aktuelles Jahr gegen 82.000 Korn. Dafür, dass wir es jetzt selber produzieren, ist das ein enormer Gewinn. Ich meine, das Jahr davor haben wir wie viel verballert? Auch 1 Million. Ja, wir haben immer eine gute Million für Stoff ausgegeben. Das war echt viel. Und für Kleidung haben wir aber immer 1,5 Millionen eingenommen. Also das ist okay. Aber dadurch, dass wir jetzt weniger ausgeben, nehmen wir halt natürlich auch mehr ein. Okay. Ich würde sagen, das war für die Aufnahme heute. Wir sehen uns. Bis gleich.